So, dann würde ich sagen, wir legen einfach nur los. Und es geht 5 Minuten für DigiBlue. Großer Applaus für DigiBlue. Ja, genau. Ja, hallo erstmal. Ich bin der Stefan von DigiBlue und ich pitche heute unsere smarte HACCP Monitoring. Also das Problem ist, Kühlketten müssen laut Gesetz vollständig dokumentiert werden. Das heißt, wie sieht sowas momentan meistens in der Praxis aus? Im Lebensmitteleinzelhandel, Kühllogistik, die Mitarbeiter werden neben Temperaturmessgeräte und messen die Temperaturen. Und in solchen Listen wie hier werden die Temperaturen und die Werte dann händisch eingetragen. Das heißt, es passieren Fehler, Temperaturen werden falsch gemessen, falsch übertragen und es ist nicht manipulationssicher. Zu unserer Lösung. Wir benutzen dafür automatische Messungen mit NB-IoT-Sensoren. Das heißt, unsere Sensoren sind komplett autark und messen kontinuierlich die Temperatur. Sobald ein kritischer Wert überschritten wird, gibt es eine Alarmmeldung. Sobald nichts passiert, ist alles in Ordnung. Das heißt, unsere Temperatur wird die ganze Zeit einmal gemessen und dokumentiert. Die Dokumentation erfolgt direkt über einen LTE-Standard, über die unsere Cloud und dann in das System des Kunden, sodass die Daten immer manipulationssicher sind und nicht verändert werden können. Und der größte Vorteil für den Unternehmer ist, dass seine Mitarbeiter sich um ihre Sachen kümmern können und nicht um die lästige und aufwendige Dokumentation. Hier links sehen wir unseren DigiBlue Guard T100. Das ist unser Sensor. Und wo ist der Unterschied oder der Vorteil zu bisherigen Sensoren, die wir hier sehen? Bisherige Sensoren müssen oft geladen werden, haben einen hohen Stromverbrauch und funktionieren über WLAN. Und da kommen wir schon zum ersten Problem, denn die Gebäudedurchdringung bei WLAN ist nicht gut. Das heißt, gerade im Lebensmitteleinzelhandel sind die Kühlhäuser meistens im Keller, sodass das ein großes Problem ist für die Übertragung und die nicht sichergestellt werden. Unsere Sensoren sind vollkommen autark, einfach zu installieren. Das heißt, wir konfigurieren die Sensoren vor, können diese verpacken, zu unserem Kunden schicken. Der kann sie selbstständig in seine Kühltruhe oder Kühlhaus installieren und muss nichts mehr machen und hat immer seine lückenlose Dokumentation. Hinzu kommt eine Batterielaufzeit von bis zu 7 Jahren, was natürlich ein großer Vorteil ist zu den herkömmlichen Sensoren. Europa, ein weiter Einsatz ist für den Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland jetzt nicht relevant, aber bringt dazu noch zusätzliche Märkte, nämlich zum Beispiel Kühllogistik-Anwendungen. Zum Preismodell, wir haben eine HACCP-Plattform, die wir dazu kaufen, die ist pro Geschäft in der Basisversion bei 60 Euro. Und jetzt auf den Kunden Edeka gerechnet, ist unser Preis pro Sensor im Rundum-Sorglos-Paket. Das heißt, wir haben den Versand, die Bereitstellung, die Daten und das Monitoring für 12 Euro pro Sensor pro Monat. Unsere Meilensteine, was haben wir gemacht, wo wollen wir hin? Wir haben Anfang des Jahres Q1, Q2 unsere Lösung entwickelt, haben dann im Q3 eine für uns sehr wichtige strategische Partnerschaft mit HACCP24 schließen können, ein großer Anbieter für den Bereich der digitalen Dokumentation, und haben jetzt erfolgreich unseren Pilottest bei Edeka abgeschlossen und stehen jetzt im Q4 kurz vor unserer Alpha-Serie, sodass wir die Edeka WEZ-Gruppe mit Sensoren ausstatten können. Im Q1 2021 soll dann der richtige Markteintritt über Edeka hinaus erfolgen. Genau. Erwarteter Umsatz bei Edeka WEZ mit 25 Märkten ist bei einem Sensorpreis von 12 Euro 290.000 Euro Umsatz. Und man sieht hier schon, 3.000 Edeka-Märkte gibt es in Deutschland.
alle ausgestattet, deutet einen Umsatz von 34 Millionen Euro. Das gesamte Marktpotenzial nur bei Supermärkten in Deutschland liegt bei über 35.000. Genau. Competitors, hier viele bieten zum Beispiel hier manuelle Lösungen an, das heißt, es wird nur digital dokumentiert. Lumiform als Startups aus Berlin hat auch schon Sensoren, die haben aber nur eine WLAN-Anwendung. Das ist unser Team. Eddie von rechts, Strategieentwickler, unterstützt uns bei der Strategie. Timo, unser CTO, Fabian ist der Entwickler und ich bin der CEO und komme von den Sales. Und was wollen wir? Wir benötigen 250.000 Euro, um im nächsten Jahr 300 Supermärkte mit einem Durchschnitt von 80 Sensoren zu aktivieren, unsere Plattform weiterzuentwickeln und andere Sensoren zu bringen. Jetzt seid ihr gefragt. Wer hat schon eine Frage? Oder braucht man ein bisschen die Pause? Okay, dann fange ich einfach noch an. Dann kann man die Zeit ein bisschen so brauchen, um nachzudenken. Warum Supermärkte? Ja, das hat den Grund, durch unsere Partnerschaft mit HACCP24 haben wir hier schon direkt einen Marktzugang. Und zwar ist der schon Ausstatter von über 100 Edeka-Märkten mit seiner digitalen Dokumentation. Und wir sind die Ergänzung, die quasi noch gefehlt hat, um diese vollkommene Automatisierung dann abzurunden. Warum meinen Sie, dass er ein Gerät da in China in nächster Woche nicht kapieren wird, nicht kapiert wird? Timo, unser CTO ist in der ersten Reihe technischen Fragen. Also wir verwenden hier eine Narrowband IoT-Technologie und es gehört relativ viel Infrastruktur noch dazu, die dann funktioniert. Das heißt, wir müssen wissen, wie das Edeka-System funktioniert und dadurch ist der große Teil eigentlich an der Software dahinter und nicht reine Hardware. Das heißt, es bringt nichts, wenn ein Chinese einfach die reine Hardware kopiert, sondern da die Infrastruktur dahinter steckt, das ist das Komplizierte. Die kann China so einfach nicht kopieren. Ich habe mal zwei Fragen. Die eine ist, wie viele Sensoren braucht ihr denn pro Kühlaggregat, pro Gattung, um das einmal einzuordnen, ist die eine Sache. Und die zweite Frage ist, ist es denn auch noch klar, dass man sowas wie Certified bei Sensor Technology auch selbst aufgeguckt, aber um das Konzept ein bisschen mehr zu verstehen? Ja, also zur ersten Frage, ist natürlich immer abhängig davon, wer der Kunde ist. Also gemessen, dokumentiert werden muss natürlich alles. In einer Fleischwarentheke muss natürlich häufiger dokumentiert werden, als es in einer Tiefkühltheke, wo Brokkoli liegt. Aber im Prinzip braucht der Edeka, muss schon überall dokumentieren. Und das ist eine Dokumentationspflicht, die er erfüllen muss. Das heißt, überall braucht er den Sensor. Also in jedem abgeschlossenen Tour. Und was war die zweite Frage nochmal? Das war. Die Frage ist, ob man das nach außen auch nicht nur technisch absetzt, sondern die Frage ist, würde man auch sowas wie ein schönes Label entwickeln, dass der Kunde das Gefühl hat, das ist aber, ich sag mal, hier ist die Kühlkette nicht unterbrochen worden. Ja, das wäre natürlich der nächste Schritt. Das würde natürlich dann zu wir lieben Lebensmittel dann passen, dass man dann als Edeka oder als Rewe dann natürlich diese Kühltruhe mit dem Siegel versehen kann und der Kunde dann weiß, okay, hier ist alles okay und hier wird lückenlos dokumentiert. Können wir das rein monetär, zum Beispiel an Kunden Edeka, beziehbar, was bietet er aus, was spart er ein? Ist das eine gesetzliche Regularie, die er greift? Ist das eine? Dann ist natürlich alles irgendwo generell geschrieben. Ja, Johannes, hast du die Zahlen im Kopf? Ja, ich also natürlich relativ schwer zu beziffern. Ich finde es immer schwer, an jeden Sensor einen Preis in der Einschlaf anzuschreiben, weil viel davon, was der Kunde macht, sind jeder muss. Das heißt, es gibt diese Rechnung, aber die Art, wie wir eher verkaufen, ist damit zu sagen, zum einen es funktioniert und zum anderen muss es nicht mehr gut gemacht. Das heißt, wir haben Stand jetzt eher ein Premium-Produkt, was insgesamt was weniger kostet, als wenn ich komplett kalkuliere, was an Mitarbeiterzeit draufgeht, aber das ist nicht das Hauptverkaufsargument. Das Verkaufsargument ist dann tatsächlich das gesetzliche Regularien, oder was? Es ist zum einen eine gesetzliche Änderung, die sagt, dass
ähnlich wie bei den Polytesten, die in der Stadt rumlaufen, jetzt bei den Lebensmittelkontrollen bald dem Artfilm eingeschaltet werden können, die auch Produktionsbasis arbeiten, ihnen also Geld, wenn die was finden. Das ist nicht ein Argument für die Supermärkte, sich viele Gedanken darüber machen, diese Prozesse hinzubekommen. Also, was ganz viel passiert im Moment, ist halt, wenn man nach vier ist, die dürfen die Kontrolle in Ordnung. Und ab und zu wird die mal kontrolliert, aber es passiert nicht so oft. Und das Problem wird eben gerade durch diese Änderung sehr viel größer. Was ist euer Plan, die anderen großen Supermärkte zu akquirieren? Also sprich, sind das wirklich auf Ebene Rewe ganz oben oder sind das einzelne Märkte, die ihr akquirieren wollt, um die Produkte zu nutzen? Noch nicht. Die anderen Märkte, also neben Edeka, Rewe, Aldi, wie auch immer, das ist, wie ihr die akquirieren wollt, ob der da, sagen wir mal, auf Konzernebene geht oder auf die einzelnen Märkte anspricht, also einzelne Supermärkte. Ja gut, das ist mal abhängig von der Organisation. Ich sage mal, so ein Lidl, Aldi, das ist natürlich sehr hochgegriffen, die sind ja sehr komplett zentral organisiert. Bei Edeka sind das ja immer einzelne Kaufleute. Das heißt, da haben wir natürlich einen guten Einstiegspunkt durch unseren jetzigen Partner. Nichtsdestotrotz ist das natürlich erstmal ein Riesenmarkt. Also ich sage mal so, die Gerechnung war ja, wenn wir es schaffen, 300 Supermärkte hier zu akquirieren, reden wir schon von über 3 Millionen Euro Umsatz. Aber wir haben auch Kontakt zu Rewe in Köln, wir sitzen ja in Köln. Und die sind natürlich da schon sehr interessiert, dass sie sagen, okay, in dem Moment, wo wir 300 Supermärkte ausstatten, dann wird das natürlich dann auch, ich sag mal, wird Flugfunk erzählt und man bekommt dann auch entsprechende Termine. So, ein kleines Public Service Announcement für jeder, der wünscht. Falls wir nicht ein Mikrofon zeigen an dem Publikum geben können, können Sie einfach nur die Frage erstmal wiederholen, weil man hört quasi ab der Mitte hier nichts hin. Das heißt, wenn man auch möchte, dass es auch ankommt, einfach nur wiederholen, was da gefragt wurde. Alright, danke. Und auch, glaube ich, an dieser Stelle, dass wir eine kleine Moment sowieso haben, Lukas, haben wir unsere erste Slide wieder. Da hier, nochmal. Super. Weil, was auch gesagt werden ist, der Rheinland-Pitch wäre gar nicht möglich auf diese Art und Weise, wenn wir nicht eine Reihe von sehr guten Partnern von Tag 1 dabei hätten. Und es war, wir haben Techboost von Telekom dabei, VPG, BSS Redfront, das ist quasi Boutique-Kanzlei für Startups dabei, Hydro, Köln Business, CMS wurde gerade erwähnt, TK, Krankenkasse, für die Techniker, Vodafone, Oplift. Deswegen nochmal vielen, vielen lieben Dank an unsere Sponsoren, an unsere Partner. Herzlichen Dank, dass Sie dabei sind. Wenn nicht, werden Sie keine Frage. So, es geht jetzt Stand auf Stand weiter und es geht weiter mit Human. Ein großer Applaus für Human. Mein Name ist Mirjam. Und mein Name ist Elena. Und wir präsentieren Ihnen heute UMA. UMA wird die erste digitale Gesundheitsanwendung für die Schwangerschaft. Mit wissenschaftlicher Kompetenz bringen wir so das Thema Schwangerschaft in den Femtech-Markt. Das Team von UMA besteht aus uns beiden, Sascha und Julia, die für die Softwareentwicklung zuständig sind, und Thea, die uns im Content unterstützt. Außerdem haben wir ein Mentoring-Team aus den Hebammenwissenschaften, dem Gesundheitsmarkt und auch der IT-Sicherheit. Wir werden unterstützt von einem Wir haben ein hochkarätiges Advisory Board, das uns mit Rat und Tat zur Seite steht. Außerdem sind wir derzeit EFRE gefördert und arbeiten beide an der Hochschule für Gesundheit in Bochum
Mein Name ist Elena Kirchner, ich bin bei UMA für Design und Marketing zuständig und ich bin Produktdesignerin und habe mehrjährige Erfahrung sammeln dürfen in einem Startup für Neugeborene und Schwangerschaftsartikel. Mein Name ist Mirjam Peters, ich bin zuständig für Business Development und Research. Ich habe mehrjährig als Hebamme und im Bereich Hebammenwissenschaft gearbeitet. Dabei wurde immer wieder deutlich, dass viele Frauen sich in der Schwangerschaft alleine gelassen fühlen und nicht verstehen, was ihrem Körper passiert. Dies hat auch messbare Auswirkungen auf die Gesundheit der Frauen und ihrer Kinder. So haben wir aktuell in Deutschland eine Frühgeborenenrate von 8%, 30% Kaiserschnitte und 15% der Frauen erleben eine Wochenbettdepression. In meiner Promotion habe ich mich damit beschäftigt, wie man hier die Versorgung verbessern kann. Und dies möchten wir mit UMA nun in ein digitales Produkt umwandeln. Und so könnte die Benutzung von UMA aussehen. Die Nutzerin kann UMA jederzeit so befragen und nach Rat fragen. Außerdem kann sie ihre Beschwerden tracken und auch Wissen, ihre medizinischen Daten eingeben. Zu diesen erhält sie dann eine individuelle Analyse und auch wissenschaftliche Tipps. Außerdem kann sie täglich Übungen machen, um ihr Körpergefühl für die Geburt vorzubereiten. UMA ist damit auf dem Markt derzeit einzigartig. Durch das individuelle Tracking und Telemedizin wird sie maßgeschneidert für jede Frau. Wir arbeiten mit einem Femtech-Mindset. Das heißt, die Selbstbestimmung der Frau und persönliche Kontrolle der Frau steht für uns jederzeit im Mittelpunkt. Und wir nehmen Gesundheit ernst. Wir haben einen fachlichen und wissenschaftlichen Hintergrund und lassen UMA als Medizinprodukt zertifizieren. Der Markt vor dem Bestehen ist sehr groß. Wir haben ca. 1 Million Schwangere jährlich allein in Deutschland. 24% der Frauen und 15% der Männer benutzen bereits Apps zum Thema Schwangerschaft. Diese digital affinen Userinnen erreichen wir über unsere sozialen Netzwerke. Außerdem sehen wir uns als Teil des Gesundheitswesens und arbeiten eng mit Hebammen und Ärztinnen zusammen. Dieses Jahr ist das digitale Versorgungsgesetz in Kraft getreten. Dies ermöglicht nun erstmalig Ärzten-Apps genauso wie sonst Medikamente zu verschreiben und die Krankenkassen übernehmen die Kosten. Nun wird es erstmalig rentabel, in hochwertige Gesundheits-Apps zu investieren. Die ersten zugelassenen Apps werden diese Woche auf dem Markt erwartet. Und die Krankenkassen sehen die Schwangerschaft als eines der Top 5 Anwendungsgebiete für diese Apps. Denn Schwangere sind teuer, es gibt einen großen medialen Fokus auf die Versorgungslücken und die Schwangeren haben den nächsten Versicherungsteilnehmer schon in ihrem Fach. Daher möchten wir mit immer dabei sein. Wir planen eine Vergütung von 84 Euro pro Schwangerschaft und im dritten Jahr 25.000. Die Investitionen im Bereich Femtech verdoppeln sich derzeit alle 2 Jahre. Es gibt bereits sehr gute und große Unternehmen in dem Bereich des Femtechs, zum Beispiel im Bereich der Menopause, der Verhütung und der Menstruation zum Beispiel. Nur im Bereich der Schwangerschaft gibt es derzeit noch keine Apps mit einem wissenschaftlichen Anspruch. Und genau an diesem Punkt wollen wir mit UMA den Markt bereichern. Wir sind derzeit im dritten Monat der App-Förderung und wollen in dieser Zeit UMA 1.0 in die App-Stores bringen und außerdem UMA als Medizinprodukt zertifizieren lassen. Dann wollen wir natürlich auch noch uns als GmbH ausgründen und Im Moment sterben noch jedes Jahr 500.000 Frauen weltweit während Schwangerschaft und Geburt. Und 45% der Frauen erleben respektlose Versorgung in dieser Zeit. Wir möchten die Begleitung durch eine App etablieren, auch in der Schwangerschaft. Und wir möchten neue Technologien wie Wearables auch für Schwangere nutzbar machen. Damit möchten wir die Versorgung auch weltweit ein Stück weit besser machen. Wir suchen daher nach Investorinnen mit einem Netzwerk und Kompetenzen im ersten Gesundheitsmarkt. Und nach jemandem, der uns bereit ist, die Hürden zu gehen, um ins digitale Versorgungsgesetz zu kommen. Also eine Studie zum Nutzennachweis vorzulegen und auch die Regularien zu überprüfen. Dankeschön. Vielen Dank. All right, dann geht's los. Ich habe die Gelegenheit, eine maßgeschneiderte Beratung zu haben. Gibt es die Möglichkeit, wo es das hat, eine Beratung durch eine Gynäkologin für die Mutter zu haben? Ein Chat, genau. Also wir planen sowohl einen Chat als auch eine Videosprechstunde, wobei gerade der Chat unserer Erfahrung nach besser angenommen wird, mit Hebammen oder Gynäkologin oder auch Psychologin irgendwann zu haben. Genau. Gesundheit.
Warum denken Sie, dass Warum denken Sie, dass Gynäkologen in 65-stündigen Arbeitswochen noch die Zeit finden wird, mit den Patienten zu chatten? Also es gibt sowohl die Möglichkeit, dass ich sozusagen mit meiner Gynäkologin sprechen kann. Ich glaube, da sind die Einstellungen unterschiedlich. Manche finden das sehr positiv, bevor jemand in die Praxis kommt, zu chatten. Der andere Weg ist aber auch gerade vielleicht auch am Wochenende oder wenn Feierabend ist, dann mit einer Gynäkologin, die bei UMA arbeitet, zu checken. Das heißt, dass jemand extra dafür bei uns angestellt ist. Wer bezahlt die Krankenkasse oder die Schwangere? Genau, also wie dargestellt ist, ist geplant, dass UMA Teil des digitalen Versorgungsgesetzes wird. Das heißt, eine sogenannte App auf Rezept. Das heißt, ich gehe zum Arzt, ich bin schwanger, der Arzt verschreibt mir die App und die Krankenkasse übernimmt die Kosten. Oder ich kann auch als Schwangere mich an meine Krankenkasse melden, sage ich bin schwanger und dann würde auch die Krankenkasse die Kosten übernehmen. Dafür muss man einmal diese Regularien vom ersten Gesundheitsmarkt überbrücken. Das heißt, wir müssen eine Studie zeigen, dass die eine Wirkung hat. Eine kurze Frage, wie ist das denn haftungstechnisch? Und der eine oder andere, ich habe mal, oder so viele SMS hat oder eine Empfehlung, die jetzt genau negativ war. Ich habe alles in dem passiert, wie ist das haftungstechnisch? Wir lassen uns als Medizinprodukt auch zertifizieren. Das heißt, wir müssen jede Codezeile auch danach bewerten. Wie groß ist hier das Ausfallrisiko? Das heißt, auch da ist nochmal ein großer Aufwand, dass das wirklich ein sicheres Produkt ist. Und natürlich letztendlich wäre UMA als GmbH haftbar. Und wir sind auch gerade im Gespräch mit Versicherungsunternehmen. Man weiß ja auch, dass bei Hebammen die Haftpflichten recht hoch sind. Aber natürlich ist es möglich, das zu versichern. Was ist die Motivation für die Hebamme, die glaube ich einen Kunden werben soll? Oder verstehe ich das richtig? Oder genau, wie wird der Kunde beworben? Und wer der Kunde wird, dann muss ich das machen. Es ist so, dass ein großes Interesse auch daran besteht von Seiten Hebammen und auch Gynäkologen, mit denen wir im Gespräch sind. Wir erreichen aber auch die Frauen direkt über die sozialen Netzwerke. Die suchen aktiv nach einer Schwangerschafts-App. Das ist das Erste, was sie machen, wenn sie positiven Schwangerschaftstest haben. Manchmal noch, bevor sie ihrem Partner Bescheid sagen, schnell eine Schwangerschafts-App suchen, damit man ausrechnen kann, wann das Kind so ungefähr kommt. Das andere ist, dass durchaus Gynäkologen und Hebammen ja nicht Arbeitsmangel haben, sondern total überlaufen sind. Das heißt, wenn wir so ganz kleine Fragen, die jede Hebamme am Tag 10-mal beantworten muss und sich schon langweilt, über die App schon vorher abgreifen können, und sie sich dann um Frauen kümmern kann, wo der Bedarf größer ist, wo man vielleicht auch wirklich was aktiv tun muss, dann ist da eigentlich eine Win-Win-Situation für beide Seiten vorhanden. Habt ihr auch über andere Wege nachgedacht, wie ihr letztendlich an die Endkundin kommt, im Sinne von nicht nur bei den Arzt, sondern vielleicht auch bei den Arbeitgeber, im Sinne eines Corporate Benefits, dass Arbeitgeber beispielsweise UMA die jährliche Mietzahl gibt, UMA auch da vielleicht ihren Mitarbeiterinnen und sowas vorstellen kann? Also, gibt es neben dem Arzt auch andere Wege, wie ihr letztendlich die App bei der Nutzer aufs Handy bekommt? Also für den deutschen Markt haben wir uns jetzt erstmal wirklich die Ärztegeber und die jeweiligen Verbände an und auch vor allem halt wirklich über Social Media die Frauen direkt anzusprechen überlegt. Ich glaube, in anderen Ländern wäre es vielleicht noch etablierter, sozusagen wirklich über den Arbeitgeber und solche Programme zu gehen. Für den deutschen Markt weiß ich nicht so richtig, wie etabliert sowas ist oder wie viel Aufwand dabei ist. Okay. Ja. Die Zertifizierung, die ja laufend erneuert werden muss, so wie diese 9001 und andere, erfolgt das über das Gesundheitsamt oder wer prüft im Grunde genommen die App, dass die Auskünfte daraus auch für die Frauen effektiv sind und auch hoffentlich richtig? Dankeschön. Es ist so, dass wir einmal die App als Medizinprodukt zertifizieren lassen. Es gibt verschiedene Stellen, wie zum Beispiel den TÜV, das ist die erste Hürde. Es ist so, dass wir die ganze IT-Sicherheit zertifizieren müssen. So, ich sehe die Daten aus mit der Zeit, aber das ist eine hervorragende Frage, die auch beantwortet werden könnte in der Pause der Frage. So, es geht weiter. Vielen Dank, Frau. Und ich möchte natürlich auch unsere Partner, warum wir heute auch hier sind.
Der Server in Düsseldorf ist wieder da am Start. Und ich hoffe, dass man einfach nur auf den Kalender von denen reingeschaut hat online und sich ein paar gute Events ausgesucht hat für diese Woche. Ich wünsche euch eine sehr angenehme und spannende Startup-Woche wieder in Düsseldorf. Und damit geht es weiter mit GapCharge. Ich bin Stefan, bin Teil von GapCharge und wir entwickeln kostengünstige und komfortable Ladesysteme für die Logistik von morgen. Und wenn ich mal in die Runde fragen würde, wie ihr euch eine Logistik von morgen vorstellt, dann denkt ihr wahrscheinlich an sowas hier. Da fahren Waren und Personen ziemlich autonom und automatisch. Es ist clean und aufgeräumt. Die Wahrheit sieht aber häufig so aus. Da sind die Fahrzeuge sehr schlecht geparkt, wir haben eine Menge Kabel, die da rumhängen und manchmal sind die auch nicht eingesteckt. Das heißt, dann ist das Fahrzeug am nächsten Tag gar nicht einsatzbereit und ich brauche auch noch viele Steckdosen. Das ist definitiv nicht die Logistik der Zukunft. Wir lösen das Problem mit einer Technologie, die viele von euch vielleicht im Smartphone-Charger kennen, vom Kochen oder auch vom Zähneputzen. Mit der Technologie der kabellosen, das heißt induktiven Energieübertragung. Und damit haben wir für unseren ersten Kunden, Logistikfahrzeughersteller, ein kabelloses Ladesystem entwickelt. Und wie man sieht, ist das ziemlich clean, es funktioniert ziemlich einfach. Damit können jetzt diese Fahrzeuge kontaktlos geladen werden. Das funktioniert auch völlig automatisch. Das Beste aber ist, wir übertragen eine Menge Daten. Und diese Daten nutzen wir und bieten unserem Kunden Flottenmanagement, mit dem er zum Beispiel seine Batterien checken und tracken kann. Wie gesund sind die? Und damit kann ich natürlich dann auch eine pünktliche Batterielieferung machen. Ich habe die Chance, Fehlerursachen, warum sind meine Batterien jetzt eigentlich kaputt, zu erkennen. Und ich kann Predictive Maintenance, also vorausschauende Wartung, durchführen. Ich erkenne also, ob Fahrzeuge in Zukunft ausfallen. Und viele Arten. Das führt natürlich zu einer viel höheren Transparenz über meine Flotte. Ich habe eine höhere Verfügbarkeit an Fahrzeugen, ich spare also im Endeffekt Geld. Wir verkaufen also auf der einen Seite diese kabellosen Ladesysteme an OEMs, sondern an die Operators. Und wir bieten gegen eine monatliche Gebühr dieses Cloud-Management an. Und der Markt für Logistikfahrzeuge ist ziemlich groß. Allein in Deutschland werden 5 Milliarden Euro damit jährlich umgesetzt. Was macht uns jetzt aber speziell, was macht uns unique? Wir sind kosteneffizient und smart. Vielleicht habt ihr euch schon mal gefragt, wofür dieser kleine Pin an eurer Elektrozahnbürste eigentlich da ist. Nun, der ist dazu da, um die Zahnbürste möglichst simpel auf der Station zu platzieren. Und wir nutzen ein ähnliches Prinzip für unsere Scooter. Auch die werden ganz simpel in einer Mülle platziert. Und damit können wir sehr kosteneffizient Spulen und Elektronik designen. Und wir haben ein modulares Produkt, das sich an viele Radabstände, an viele Logistikfahrzeuge adaptieren lässt. Und weil wir auch Daten zwischen dem Fahrzeug und der Ladestation übertragen, können wir hier den Wartungsservice und das Dashboard für unsere Kunden haben. Wir haben gerade damit gestartet, Sattel-Transfer RW zu gewinnen. Wir kommen jetzt in die Entwicklungspartnerschaft mit dem ersten Kunden, hier in der Mobile. Wir haben aber langfristig eine Vision. Wir wollen diese Technologie auf die Straße bringen. Und dafür haben wir, leider wird es noch gelandet durch das Bild oben, Pilotprojekte gewinnen können, wo in der Stadt Köln bis 2022 eine Pilotanlage zum kontaktlosen Laden von Taxis kommt. Das wird mit 2 Millionen Euro vom Bund gefördert und diese Technologie ermöglicht dann, das kontaktlose Laden von Taxis, die ja lange warten und ständig proben und darum für diese Technologie besonders geeignet ist. Das ist unser Team
Florian hat gerade seine Promotion im Bereich der Digitalisierung vervollständigt. Der Gregor und ich, wir sind Wirtschaftsingenieure, wir haben schon zwei Startups jeweils gegründet. Passat hat bei Siemens als Elektrotechnikingenieur gearbeitet und Felix war in Software-Industrie tätig. Wir haben zwei Mentoren. Professor Prof leitet den Lehrstuhl für internationales Automobilmanagement. Christian Jacobi ist der Geschäftsführer von Agiva. Und wir sind ein bisschen stolz auf unser Partnernetzwerk, weil wir schon den einen oder anderen Partner sammeln konnten, die man vielleicht auch kennt. Darunter die Leute über die Rheinenergie. Wir werden durch eine Werkstudent unterstützt. Und das ganz günstige für uns ist, dass wir die Infrastruktur der Universität durch den Rest nutzen können. Das ist völlig los. Wir wollen die Elektromobilität beschleunigen und die Logistik grüner machen. Und glauben deswegen, dass die Zukunft kabellos sein wird. Dankeschön. Ja. Ist das irgendwann übertragen geschützt oder patentiert, weil das ist ja jetzt in tausend Produkten der letzten Jahrzehnte schon verbunden. Ja, die Technologie ist in der Tat sehr alt, nämlich über 100 Jahre. Und die geht auch zurück auf ein physikalisches Grundprinzip. Es gibt einige Patenthalter da draußen am Markt, da gibt es einen großen Player, Electricity. Wir haben aber die Möglichkeit gefunden, das schon geprüft durch Handnette, dieses Patent oder diese Patente, die da gelesen sind, zu geben. Das hat ein bisschen was damit zu tun, wie wir positionieren. Der Großteil der marktöffentlichen Systeme konzentriert sich auf Spulen, die unterschiedlich groß sind, also ungefähr so groß wie eine Bierkiste. Wir haben aber Spulen, die relativ klein sind, etwa so wie ein Bierdeckel. Und jetzt muss ich also diese Spulen, weil sie so klein sind, besonders miteinander ausrichten und dazu nutzen wir mechanische Positionierverfahren. Wir sind dabei gerade für die Positionierung der Rauspuster und für die Elektrotechnik der Interpretation. Zu dem Verfahren, was die anwenden im Vergleich zu dem traditionellen, was ist der Vorteil? Einmal technisch und einmal wirtschaftlich. Ja. Die Frage war, was der Vorteil ist zu dem Verfahren, das wir anwenden. Wir haben also mal dieses Zahnbürstenverfahren. Ich positioniere relativ simpel. Es ist vor allen Dingen kostengünstig. Also wir haben Kosten in ihrem 100er-Bereich, die Konkurrenz ist da eher im 1000er-Bereich, bei Faktor 10. Dadurch macht es das natürlich sehr kostengünstig. Das ist die eine Sache. Und wir können relativ schnell skalieren. Also wir können 3D-Druck zur derzeit für die ersten Prototypen-Auslegung und dafür scannen wir zum Beispiel die Fahrzeugpolitik. Wir können das natürlich mit jedem Fahrzeug machen, das der Logistik unterwegs ist. Also relativ einfache Skalierbarkeit zu kostengünstigen Konditionen. Dazu kommt noch, ich habe es erwähnt, wir sind schon smart. Das heißt, wir werden die Daten aus der Zwischenspule, wir haben eine Menge Daten übertragen. Das kann ich natürlich nutzen, um zum Beispiel so Smart Services anzubieten. Wie gesund sind eigentlich meine Batterien, ist die zentrale Frage in der Logistik. Und mit unserem System kann ich zum Beispiel Batterielebensdauer, die bis nach so meinen 9 Monaten bei einer Gel-Batterie liegen, verdreifachen. Wie sind Sie zum Markt 5 Milliarden dann gekommen? Ja, da gibt es Studien, die man online ausfüllen kann, zum Beispiel bei VDMA, also Verband der Deutschen Maschinen- und Anlagenbauer. Und da werden Sie diese 5 Milliarden führen. Das sind die Marktzahlen von 2017. Und wenn wir jetzt aber berücksichtigen, dass wir jährliches Marktwachstum haben, dann haben wir sogar noch recht bescheiden. Und dann kann man es dann vorsichtig berechnen. Also die Marktzahlen werden höher sein, aber wir wollen, dass ich die von 2017. Ja, eine Frage, ich bin auch kein Logistikexperte. Ist es so, dass heute viele der Logistikzentren die Fahrzeuge selber besitzen oder ist da auch ein Trend zu sehen Richtung Leasing, also sprich, dass die Fahrzeuge geleast werden? Wenn ja, würde das nicht bedeuten, dass vielleicht euer Produkt, was wäre jetzt nicht für das Logistikzentrum an sich, sondern für diesen Fahrzeuganbieter? Ja, seht ihr den Trend? Ja, der Trend, also das hängt immer von der Fahrzeugklasse ab. Sehr teure Fahrzeuge sind natürlich einfacher im Leasing. In dem, wo wir jetzt zunächst aufschlagen, das sind Fahrzeuge der mittleren Preisklasse, so die 1600, je nachdem ist 4000 Euro, da finden wir diese Leasing-Lösung noch nicht so häufig. Wenn wir aber in Zukunft größere Fahrzeuge bedienen wollen, ist das auf jeden Fall eine Option. Da gibt es auch erst Überlegungen, dass man unser System zum Beispiel zu riesigen Konditionen anbietet. Ja, guter Punkt auf jeden Fall. Lukas?
Lukas, wie sieht es aus? Haben wir aus YouTube irgendwelche? Keine Fragen. Okay, einfach noch ein bisschen vielleicht auch sagen. Hallo, lieber YouTuber. Ihr könnt auch natürlich die Fragen in den Chat stellen. Wir versuchen, die Zeit für euch zu finden. Eine letzte Frage hätten wir noch Zeit für, auch von euch. Wenn nicht, würde ich einfach nur sagen, gerne weiter. Vielen Dank an GameChart. Und natürlich nicht vergessen, ihr seid gefragt, wollt ihr ein Messenger führen? Das heißt, geht bitte entweder jetzt oder zumindest nach dem letzten Pitch auf starclass.de/voting, die man Code rein, und dann geht es zum Voting. Und wir sind bei der vierten und letzten Startup. Ein großer Applaus für StyleLink. Ready? Ja. Okay, ich stelle mich schon mal vor. Das ist Malat, ich bin der Alex, wir sind StyleLink. Und StyleLink ist eine Plattform zur Gestaltung von ganz tollen Räumen durch Inspiration und ein besseres Einkaufserlebnis. Nehmt euch ganz kurz Zeit und überlegt mal, was ihr so richtig toll designt, warum, was fühlt ihr da, was empfindet ihr da? Ich würde dieses Gefühl als positives Lebensgefühl beschreiben. Aber leider befinden wir uns nicht so oft in diesen tollen Räumen. Und das ist unsere Mission quasi. Wir wollen es jedem ermöglichen, in ganz tollen Räumen ganz individuell wohnen zu können. Oh, okay, sorry. Genau. Nächste Folie. Aber leider ist das nicht ganz so einfach. Wenn ich jetzt online bin, bekomme ich hunderte langweilige Standardprodukte vorgeschlagen, bei denen ich nicht mal weiß, wie wirkt das jetzt genau in meinem Raum. Und online und offline gibt es eigentlich keinen großen Unterschied. Und was muss denn jetzt geschehen, damit wirklich jeder ganz einfach tolle Räume schaffen kann? Dafür braucht man nämlich eine Plattform mit unglaublich vielen tollen Produkten, genau für einen Raum. Man braucht einen Filter, der mich natürlich zu meinen perfekten Produkten bringt. Darüber hinaus brauche ich noch Bilder, die ich mich inspirieren lassen kann. Einfach Ideen für mein Zuhause oder für mein Projekt. Und wenn ich mal Probleme habe, brauche ich eine Community, die mir dabei hilft. Und so soll das aussehen. Also ich bekomme jetzt hier beispielsweise für mich zugeschnittene Badezimmer zur Verfügung gestellt mit den dazugehörigen Produkten. Wenn ich jetzt auf den Style draufklicke, quasi sehe ich vom Architekten, genau die Produkte, die vom Architekten dort verbaut worden sind, diese Produkte kann ich jetzt als Muster quasi bestellen oder einen Architekten einkaufen. Auf der Seite des Architekten, der gibt natürlich auch sein eigenes Profil. Hier stellt er jetzt quasi seine Projekte oder seine Styles halt zur Verfügung. Andere Nutzer können sich daran inspirieren lassen können oder kann auch die Leistung des Architekten beauftragen. Wie wollen wir das Ganze erschaffen? Wir werden zuerst Hersteller und Händler auf die Plattform bringen. Dadurch haben wir geeignete Produkte und die Lieferung zu gewährleisten. Im nächsten Schritt kommen Architekten auf die Plattform, die dies zuerst für ihre eigenen Projekte nutzen und später Projekte zur Inspiration hochladen können oder Collagen erstellen oder sogar Raumkonzepte speziell für die Plattform. Dann erst können wir Endkunden über Allianzen einbinden, die die Inspiration zum Einkaufen nutzen und sogar Services durch Architekten beauftragen können. Wir stellen sicher, dass Kunden die richtigen Ideen, Produkte und Partner finden können. Wir sorgen dafür, dass die Musterboxen zentral von uns verschickt werden und bieten erstklassigen Kundensupport. Dafür nehmen wir im ersten Jahr 5% Provision und im fünften Jahr, wenn wir es etabliert haben, ausreichend Services kriegen, 10%. Damit setzen wir uns ganz klar von der Konkurrenz ab, denn wir sind die einzige Plattform mit Fokus auf Design und Inspiration zum Einkaufen. Jetzt seht ihr bestimmt die großen Marken und denkt euch, okay, ja, wie wollt ihr das denn schaffen? Wir sind seit 3 Jahren in StyleLink unterwegs. Wir haben im Jahr 2019 eine exklusive Online-Boutique gelauncht, auf der wir Premium-Produkte
an B2C und an B2B-Kunden verkaufen. Diese verschicken wir über Dropshipping. Wir konnten außerdem viele Konzepte, die wir später auf der Plattform einbringen werden, direkt live am Markt testen. Wir konnten Partner überzeugen, mit uns zusammenzuarbeiten, die zuvor nicht mal ihre OVPs veröffentlichen wollten. Und außerdem konnten wir durch das tiefe Verhältnis, was vor allem auch auf viel Vertrauen basiert, sehr, sehr gute Marktkenntnisse gewinnen, sehr viele Insights und Partner, mit denen wir die zukünftige Plattform entwickelt werden. Mit diesen Partnern gemeinsam haben wir den Grundstein gelegt, um das Ökosystem auszunutzen und Allianzen zu bilden, mit denen wir in Zukunft viel schneller eine große Reichweite für die Plattform erzielen können. Der Markt ist dafür 197 Milliarden groß. Das ist gar nicht so untypisch für die Baubranche. Wir werden allerdings mit 40 Milliarden analysieren. Und mit diesen 40 Milliarden können wir im fünften Jahr eine Entwicklung in Höhe von 398 Millionen Euro erreichen. Um das alles zu schaffen, benötigen wir ein Kapital in Höhe von 500.000 Euro, um die Plattform im Februar 2021 zu launchen. Das ist besonders deshalb wichtig, weil durch Corona sehr viel Druck und der Bedarf am Markt gestiegen ist. Das ist das Team. Alex und ich sind beide Architekten. Er kümmert sich um das Kreative, ich kümmere mich um das Geschäftliche. Anne Pichmann ist seit 2 Jahren im Team und kümmert sich um die Zahlen. Und Arthur ist seit 1 Jahr kümmert sich um das Technische. Und mit dabei ist auch ein Team an Entwicklern aus Rumänien, mit denen wir gemeinsam die Plattform entwickeln. Zieht ihr langfristig eher auf B2C-Kunden ab, also für die Zielgruppe, die jetzt bedingt durch Corona mehr zu Hause ist und sich ein schönes, ja, inneres Häuschen machen will, oder auch noch langfristig gleich Europa gesehen habe, auf Büroräume und Bürodesign, um entsprechend die Kollegen effektiver arbeiten zu lassen und dass die Leute sich dann wohler fühlen? Genau, wir ziehen langfristig auf beide Zielgruppen ab. Das ist möglich, weil Architekturbüros in der Regel sehr klein sind. Das heißt, sie arbeiten eigentlich ewig wieder in guten Inspirationen, warum muss zur Feinabstimmung und bestellen dann im nächsten Schritt die Produkte. Das heißt, es funktioniert für beide Zielgruppen ganz gut. Und wenn wir da natürlich erfolgreich genug sind, können wir auch größere Architekturbüros ansteuern und größere Projekte. Meine Frage, ist das dann in Summe so ähnlich wie Pinterest oder Nilsson oder Verbundung? Ja. Nur, dass ich halt die Daten gleichzeitig anklicken kann. Genau. Und dementsprechend auch bestellen. Genau. Wenn ich das richtig individualisieren will, warum kann ich nicht meine Wohnung dort einstellen und dann auch gleichzeitig reinschieben, was ich kann? Also so eine Art Marktwert. Das ist super cool, aber das ist eigentlich nur ein Feature, wovon du redest. Okay. Also das kann man jederzeit implementieren. Wenn die Produkte erstmal da sind, die Daten da sind und die Partner sind da, mit denen wir das umsetzen wollen, ist es nur noch ein kleiner Schritt. Okay. Das wäre super. Okay. Okay. Weitere Fragen? Gibt es Fragen auf YouTube? Ja. Ja? Mikrofon? Ja. Die Frage, wie ihr eure Bewertung, wie ihr hingekommen seid für 25% mit einer halben Million? Wir haben die Bewertung genommen, die relativ üblich ist für Plattformen. Jetzt haben wir einen Pivot gemacht im März, aber wir sind schon seit 3 Jahren im Markt. Das heißt, wir können uns ein bisschen was an uns erlauben, weil wir die ganzen Partner für die Entwicklung der Plattform mitbringen. Weitere Fragen? Kann das auch für meine Wohnung? Das oben zu Beginn gesagt, ich nehme eure Plattform und ich mache einfach nur mein Label drauf und ich weiß jetzt von da aus gleich weiter. Das ist sozusagen ein Schadensprojekt. Das könnte man theoretisch machen, das ist aber langfristig nicht das Ziel. Unser Ziel ist es wirklich zuerst die Marken anzubinden, um alle Daten auf der Plattform zu haben. Und dann könnte ein Obi selbst auf die Plattform kommen, einen Shop anbieten und einfach die Marken, die auf der Plattform sind, verkaufen. Oder Selbstmarken. Es ist aber langfristig nicht das Ziel zu sagen, wir bauen etwas, was dann andere als White Label zu nutzen. Ja, wie gesagt, ich bin so Obi und so an, aber ich kann mir vorstellen, wenn ich einen Architekt habe, der wird nicht bei Obi seine Produkte einkaufen gehen. Das ist nicht so begeistert von
Bauhäusern, sondern haben ihre eigenen Quellen. Und wenn ich mal Architekt jetzt sagen muss, genau die Fliesen kaufen, gibt das nicht Probleme? Welche Erfahrung habt ihr damit? Das ist nicht so einfach. Also Architekten sind zum einen sehr vielschichtig. Das heißt, der Architekt bietet seine individuellen Services sowieso erst ein gewisses Budget an. Er wird auf die Plattform kommen und die Styles erstellen. Und ob der Kunde dann dieses eine oder das andere Produkt kauft, ist völlig egal. Wir starten natürlich mit einem etwas höheren Preissegment, weil wir auch mit Architekten starten, aber es ist nicht möglich, in diesem Preissegment zu bleiben. Wenn man zum Beispiel ein großes Haus renoviert, wird man nicht alles für 100 Euro überwinden. Dann ist so ein guter Mix auch einfach wichtig. Alright, wenn da keine weiteren Fragen entstanden ist, dann gehen wir einfach weiter und sagen vielen Dank an Stanley. So, meine Damen und Herren, jetzt letzte Chance, den ersten Pitch heute zu stellen. Und zwar unter startups.de/voting. Gut reingehen, wenn auch nicht klar. Und los geht's. Und ich würde sagen, in circa 10 Minuten, dann werden aber nur die Stimmen zählen. Wir haben ein bisschen was eingeschränktes soziales Winkeln im Programm heute, den Umständen. Das heißt, in 10 Minuten, dann werden wir zusammenzählen und dann werden wir natürlich erklären, wer heute gewinnt und entsprechend auch als Kunde. Hier in 10 Minuten. Bis dann.
Und wir sind jetzt soweit, dass wir die Ergebnisse haben. Das würde jetzt natürlich gerne heute gewonnen hat. Und wir haben dann eine neue Tradition mit dem vierten Platz oder dem vierten Platz gegen an Stanley. Und es war auch ganz klar, heute Abend, wer noch dran geworden ist, und zwar Uwe. Herzlichen Dank, Arne Uwe. Es war heute Abend sehr, sehr knapp zwischen Platz 1 und Platz 2. Und jetzt werde ich natürlich indirekt verraten, wer gewonnen hat. Aber zuerst müssen wir den zweiten Platz an Gapchart verleihen. Ein Special für die Circular Thinking, Circular Economy am 17. November. So, jetzt machen wir nochmal ein Foto. Wir haben ein traditionelles Foto hier. Also, und jetzt kühlt. Super. Vielen Dank und wünsche euch viel Erfolg. Danke. Schön, dass ihr dabei wart. Danke. Und auch schön, dass ihr hier dabei wart. Wunderschön, wieder so viele Interessierte zu sehen, auch ganz physisch. Und ich hoffe, dass wir uns entweder online oder vielleicht auch physisch wieder am 17. November bei den Circular Thinking Special oder bei Suez wiedersehen. Ganz gesund. Wir sehen uns hoffentlich online oder physisch wieder. Sie können auch hier, soweit ich weiß, auch ein bisschen klar, vielleicht habe ich euch unglücklicherweise mit dem Gespräch unterbrochen. Das heißt, wir werden nicht rausgeworfen, aber ich möchte jetzt schon nach dieser Zeit, dieser Stelle sagen: Schönen guten Abend. Vielen Dank.